Hallo Ali und herzlich willkommen hinter dem 18. Türchen vom kulinarischen Adventskalender 2015. Ich werde heute lecker Lachsfilet mit einer Spekulatiuskruste zubereiten. Dazu gibt es dann Wurzelgemüse, das mache ich im Backofen, und ein lecker Kartoffelpüree. Ich habe dafür heute zwei Lachsfilets à 300 Gramm besorgt. Die werde ich noch halbieren, das heißt, es gibt nachher 4 Portionen. Für die Kruste brauche ich dann 100 Gramm Spekulatius, 50 Gramm Semmelbrösel, etwa 100 Gramm Butter, dann noch zwei Orangen, zwei Bio-Orangen, weil ich nachher auch die Haut davon brauche und die Scheiben natürlich auch, einen Esslöffel Majoran, eine Zitrone, noch etwas Schnittlauch, da habe ich leider keinen mehr im Garten, der vernünftig aussah, habe ich also einen gekauft, etwas Zimt, ein wenig Cayenne, Pfeffer, Salz und Öl. Dann brauche ich für das Wurzelgemüse natürlich verschiedene Wurzeln. Ich habe hier verschiedene Möhren, einmal die normalen, ein paar gelbe, ein paar violette, dann Pastinake und Petersilienwurzel, etwas Honig, auch nochmal eine Orange und ein wenig Olivenöl und nicht zu vergessen Thymian. Ich habe hier Orangenthymian genommen. Als erstes mache ich mir von der Orange dann die Schale hier wieder mit meinem Zestenschneider schön runter. Dann gebe ich die Spekulatius, die mache ich ein ganz klein bisschen klein, in meinen Blitzhacker, in meinen alten Blitzhacker. Ich hoffe, der schafft das. Dazu dann die Orange, also die Orangenschale natürlich, und die Semmelbrösel. Und nun hoffe ich mal, dass mein kleiner Blitzhacker das schafft. Ich hatte natürlich heute wieder was vergessen am Anfang. Hier kommt natürlich auch noch der Majoran dran. Dann noch ein wenig Zimt. Ja, da kann man so nach Geschmack machen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich nehme immer so ein Viertel Teelöffel höchstens. Und ein wenig Cayennepfeffer oder etwas anderes, ein bisschen schärferes. So. Und dann kann das Ganze nochmal durchgemischt werden. Orangen, da schneide ich mir also so viel von der Schale ab, dass da wirklich nichts Weißes mehr dran hängen bleibt. Und dann schneide ich mir das in Scheiben und lege es dann in eine gebutterte Auflaufform. Ja, und so sieht das dann aus. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite und werde dann mit dem Gemüse weitermachen. Das Wurzelgemüse habe ich jetzt schön geputzt und schon mal klein geschnitten. Ich habe hier noch ein paar kleine Frühlingszwiebeln gehabt. Davon habe ich das Weiße und so ein bisschen den Stielansatz auch noch dazu gegeben. Das passt immer sehr gut. Jetzt werde ich erstmal so ein bisschen eine Marinade ansetzen für das Gemüse. Dazu gebe ich den Saft von einer gepressten Apfelsine. Dann kommen 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl. Und dann kommt Honig. Da kommen dann nochmal 3 Esslöffel ran. So, und das Ganze dann erstmal schön vermengen. Und wenn es dann schön durchgerührt ist, dann kann das Wurzelgemüse damit rein. Und das alles schön durchheben. Und das kann jetzt hier erstmal nochmal so ein Stündchen, 20 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit mache ich jetzt schon mal den Backofen heiß und kümmere mich dann weiter um den Lachs. Ich kann jetzt die Mischung in ein Näpfchen hier rein. Und da gebe ich dann die weiche Butter dazu. Ich habe das jetzt hier in der Mikrowelle gemacht, 15 Sekunden, das reicht bei mir hier völlig aus. Und dann das Ganze gut durchmengen. So, und wenn das gut durchgemengt ist, dann kann das erstmal beiseite gestellt werden. So, der Ofen ist jetzt schön heiß, das Gemüse hatte genügend Zeit, um schön zu ziehen. Und dann gebe ich das jetzt hier in so eine Auflaufform rein. Ja, oder Breta-Form, was auch immer das mal sein mag. Ganz praktisch ist auch, wenn man es nicht vergisst, gleich noch den Thymian hier mit zuzutun. Der kann dann auch noch mal so ein bisschen untergemischt werden. Den Backofen habe ich auf 220 Grad angeheizt. Und da kann das jetzt erstmal so ein Viertelstündchen, 20 Minuten langsam vor sich hinziehen. Und dann kommt nachher noch der Lachs damit bei. Für die Würze, die nachher auf den Fisch kommt, habe ich mir hier den Saft einer Zitrone schon mal gepresst. Der kommt in ein Näpfchen. Dann noch ein guter Schuss Olivenöl. Also das heißt so 5-6 Löffel. Dann noch ein Schuss Honig.
Ersatzweise kann man auch Zucker nehmen, dann Pfeffer und noch etwas Salz. Und das Ganze dann erstmal gut durchmischen. Und wenn sich das gut verbunden hat, dann gebe ich noch vom Schnittlauch dazu. Den habe ich mir schon mal vorbereitet, ein bisschen klein geschnitten. Und den dann auch nochmal gut untermischen. Und das kann dann auch erstmal zur Seite gestellt werden. Als nächstes geht es dann mit dem Lachs weiter. Den Lachs habe ich mir schon in 4 Portionsstücke geschnitten. Den lege ich jetzt hier auf die Orangenscheiben oben auf. Und werde dann die Spekulatiusbröseln mit Butter oben drauf geben. Ja, das ruhig so ein bisschen andrücken. Das ist ein bisschen eine Fummelei. Ich habe mir zwar jetzt hier auf der rechten Hand einen Handschuh angezogen, das ist aber nicht, weil ich mir nicht die Finger schmutzig machen möchte. Ich habe mich so ein ganz kleines bisschen geschnitten. So, einmal drehen, dann macht es sich besser. So, und wenn alles gut geklappt hat, dann sollte das so in etwa aussehen wie bei mir jetzt. Ja, wenn noch so ein paar offene Stellen sind, einfach nachdrücken. Und dann kann das jetzt auch mit in den Ofen hinein. Und bleibt dann etwa 10 Minuten bis Viertelstündchen im Backofen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt das Kartoffelpüree fertigstellen. Ja, soweit ist dann alles fertig. Jetzt kann dann angerichtet werden. Als erstes gebe ich was von dem Kartoffelstampf da auf den Teller. Dann kommt ein bisschen was vom Ofengemüse. Da kann man ruhig auch noch ein bisschen was von dem Saft, der da unten mit bei ist, zugeben. Und dann kommt der Lachs dazu. Den gebe ich jetzt komplett mit der Orange auf den Teller. Und dann kommt noch ein bisschen von der Zitronenöl- und Schnittlauchmischung oben drauf. Ja, das gibt dem Ganzen nochmal einen besonderen Kick. Das ist wirklich ganz lecker. So, mache ich noch so ein bisschen hier was nebenbei tröpfeln. So, und das war's dann. So werde ich das jetzt servieren. Ein wirklich ganz leckeres Essen. Ich werde es mal anders drehen, damit man das mal von der Seite auch so ein bisschen sieht. Bei uns wird es das am ersten Feiertag geben. Ich freue mich schon unheimlich drauf. Jetzt freue ich mich natürlich auch drauf, meine Gäste auch. Die sind heute zum Probeessen da. Ich denke mal, sie werden begeistert sein. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Noch eine schöne weihnachtliche Zeit. Ach ja, und nicht vergessen, es kommen noch ein paar Türchen. Morgen auch unbedingt wieder reinschauen, wird auch wieder ganz toll. Und die nächsten Tage natürlich auch. Ja, dann wünsche ich noch alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!